Willkommen zurück zu einer weiteren unverschämt galaktischen Folge Star Wars Battlefronts mit einem Mann, den man auch spitznamenmäßig das unverschämte Gürklein nennt, Kreis. Ich schleiche mich immer rein in jedes Gurkenwasserglas. Manchmal klein geschnitten in Scheibchen, aber manchmal am Stück zum Schlucken. Ja, es klingt so nach dir. Ich bin eine Schluckgurke. Mach einfach A. Boah, hier geht's ja schon wieder richtig rund. Die Separatisten. Auf C. What's up, Alter? Habe ich eben gerade erschossen. Oh, und Havoc. Havoc Number 5. Alter. Was war das denn? Wo bist denn du? Was? Ich war hier vorne bei C. Warte, bei C. Bei C ist richtig. Also, ich war da in der Schleuse und bin da auch irgendwie komischerweise. Hier, so ein galaktischer Nusrat ist da hinten unterwegs. Der alte Nusrat. Ich bin im Team mit Murat Uzun Musik. Murat Uzun und der Musimann. Murat Uzun und der Musikheld. Erstmal gebe ich hier so ein bisschen Gas auf die Locke. Lockengas. Oh nein, also wieder Baby Yoda. Wie ich den hasse, den Typen. Er heißt nicht Baby Yoda. Ich bin Star Wars Fan und ich sage, ihr seid so doof und gemein. Sagt immer falsche Namen. Oh nein. Ach, Yoda Bubelech war da. Ich brauche da Hilfe bei C. Der jodelt dann nämlich ganz schön rein. Ich bin auch jetzt bei C, Junge. Aber ich kann Yoda allein, kann ich ihn nicht besiegen. Nee. Ich wurde auch eben Opfer von einem fiesen Schützen. Ja, aber da kommen auch Nusret und Frenat und... Nusret und Frenat sind auch am Start? Ja. Was ist hier an der Krankenstation eigentlich los? Oh, come on. Ich versuche gerade ein bisschen Offizier zu leveln. Bei B. Aber no way, Jose. Ein sehr dunkler galaktischer Oberlord. Ja. Oh nein, Baby Yoda. Komm, mach ihn kalt wenigstens. Was denn? Nee, 115 das? Schaden, aber... Heute ist eine Mission, töte 10 als schwerer Dings oder so, ne? Ja, aber das macht man immer dann, wenn der galaktische Entsafter irgendwie kommt. Wo sind die denn alle? Hier Frenat, der Jet-Truppler. Hier sind ja nur Chat-Boys unterwegs. Frenat, Alter. Kommen wir hier nochmal raus? Rüber zu C? Oder planen wir irgendwie so eine... So eine kleine Unterwanderung von hinten? Wir hatten hier Skywalker-Geruch irgendwie. Na, wo ist denn der Skywalker-Mann? Ja, er hat auf jeden Fall stark seinen Nusret berührt irgendwie. Aber irgendwie sind die alle da oben, oder was? Ja. Au. Wo ist meine Granate hin? Vier Headshots mit einem schweren Laser und er sagt... Kiss my Laser, mir doch egal. So, wir sind auf A, wir sind auf A, Junge. Boah. Ich kann leider nicht bei euch kommen. Warte mal, jetzt. Komm rein. Und Geschütz hin. Oh, da kommt er mit seinem Laserschwert. Mann, da nimmt man mal so schön was ein und dann... Ja, aber komm, wir können doch mal rein. Fuß A. Muss ich erst einmal rumlaufen? Ne, A ist wieder verloren. Warum? Aber in der Zeit haben wir irgendwie völlig woanders gespawnt. Derzeit haben wir uns schön C gelunzt.
Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt 10 in der Tasche erstmal. Siegt oder werdet abgeschaltet. Siegt oder werdet abgeschaltet. Ich muss nur noch B sichern. Ich bin immer noch auf A unterwegs. Ja, aber... Oh, hier ist ein Kenobi-Würstchen. Hey. Wo denn? Bei C ist Kenobi-Würstchen. Ja, hier bei A ist aber... Ah, Mist, ey. Arsen-Lifestyle irgendwie eher so... Oh, ich schluck gerne Arsen-Tabletten. Ich bin voll drin im Arsen-Biss, ne? Hab ich von meiner Mutti... die Sniper Reloads, Alter. Boah, Spieler beschädigt. Die Granate war gut, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viele kommen. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich richtig Druck auf C machen. Meister Yoda hat sich den Truppen der Republik angeschlossen. Ich kann die nicht töten. Warum? Oh, Roger, Roger. Sichert alle Positionen. Boah, ey, überall werde ich gesnipert. Also hier in der Runde, ich krieg nur auf die Sniperfresse. Ja. Boah. Ey, das gibt mir ja so übertrieben, ne? Schon wieder hier. Irgendwo da hinten hat mich wieder einer weggesnipert. Die haben gerade so C im Beschlag. Ja, aber Murat Uso Music. Kruso Music, aber. Was? Ey, was? Ach, hinten. Ich werde nur abgefrühstückt gerade. Also, die Runde ist richtig qualvoll. Neu. Und auch wieder. In jeder Ecke steht ein Snipermann. Nee, du kannst dich auch nicht töten, das ist... Keine Ahnung. Kommst rein, bumm, Sniperman. Ich will gerade halt die Offizier leveln. Das ist aber gerade richtig ätzend. Kriegen wir C? Oh, ey, du bist nur gesniped. Ah, jetzt habe ich aber den Snipermann gekillt. Das war die Rache. Oh. Wo spawnen die denn? Oh, die haben sich hier irgendwie eingeschossen und spawnen hinter uns. Komm, wir führen noch ganz leicht. Ja. Nehmen wir ein. Hinter uns, hinter uns! Oh. Hab ihn, El Bananero. Mist. Ja, hier der Jet Troopler. Aber ich level mein Commando. Der Spawn ist so kacke. Komm schon, wir schaffen C. Ein Jedi wurde gesichtet. Sieht aus wie Kenobi. Die machen das richtig clever. Die spawnen immer wieder bei diesen... Bei dem Ding, die rennen dann von hinten auf uns drauf noch. Ja, ja. Was soll das? Wir verlieren. Nicht akzeptabel. Angriffe. Oh, jetzt bin ich hier bei diesen Snipern gespawnt, ey. Bin jetzt endlich tot. Oh ja, aber die haben C schon wieder eingenommen, die Schweine. Was? Na! Oh. Frefnat. Ja, Frefnat hat mich auch weggeholt. Komm einfach nicht durch. Ja, wir müssen einfach was anderes gehen. Auf C scheißen. Alle rennen dann ja, immer wir zu müssen, C und wir müssen auf C scheißen. Reiben sich da komplett auf. Wir sind ja auch bei A jetzt am Start. Guck mal, bei C, wenn du aus dem Ausgang rauskommst, wird ja auch schon so auf uns drauf geschossen. Ah. Oh
schon wieder. Hier sind auch alle nur mit Spezialeinheiten unterwegs, ne? Meine Granate hat null Schaden gemacht. Was war das denn für ein Rotz, bitte? Ich versuche jetzt A. Hat ja Saalfrank oder so. Ich bin halt nur ein kleiner Supporter, Mann. Ich brauche Unterstützung. Scheiß drauf, Alter. Da kommst du eh nicht mehr ran. Viel Glück, Geschütz. Granate auf den Weg. Ich bin bei A drin. Ich bin auch bei A drin. Nee, oder? Doch. Aber wir kriegen es nicht. Irgendwo steht ein Typ. Jetzt. Ja, da, hinter uns. Oh, er macht so einen geladenen Schuss. Das ist auch so stark. Diese Zwillingskanone ist so übel. Das ist echt so übel. Ey, mit Granate. Er kriegt null Schaden und er kommt direkt und macht wieder hier sofort das Laserschwertmann wieder da. Ich glaube, da ist wieder irgendwas ganz, ganz Gefährliches am Werke. Keine Ahnung, die wollten eben gerade eh einen touchen. Aber guck mal, kaum holen wir sie von C weg, ne? Rennen sie rüber zu A, ist C eingenommen. Naja. Boah. Ach, da war auch noch einer, die hängen halt auch in jeder Ecke drin. C geht was. Oh Mann. Okay, wir haben C. Wir können das doch gewinnen. Let's go, Blaster. Let's go, Blaster. Au, au, au. Schießt denn da schon wieder? Dann ist er ein kleiner Baby-Yoda. Alter, bei A stehen sie jetzt ganz schön gebündelt, ne? Ja, weil sie da Schiss bekommen haben, weil sie gedacht haben. Weil sie gedacht haben, oh, was geht da denn? Alter, weißt du, was voll ätzend ist? Wir haben ja diesen Sahara-Staub hier, Alter. Mein Handy liegt hier 10 Minuten. Mein ganzes, alles meine, mein Go XLR und so, meine ganze Technik, alles ist vollgestaubt mit dem Scheiß. Na, damit muss man leben, wenn man in Abu Dhabi lebt. Ah, hier bei uns, lebt in Abu Dhabus. Alter, aber wie sie C irgendwie jetzt dann ganz schön weggedreht wurden, ja, wurde, im ne? Moment halten wir sie. Ein Sith Lord hat sich uns angeschlossen. Maul ist hier. Als ob! Beschädigt 3! Weißt du, kriegt voll die Rakete in seine hässliche Fresse. Hat gar nicht wehgetan. Hat nicht wehgetan. Achtung, es kommt Benny. Benny Boy kommt auf C. Wer? Ben Kenobi. Achso. Boah, was? Ey, schon wieder, der schießt doch durch die Wand. Aber auch keiner erzählen. Ihr müsst die markierten Positionen sichern. So, endlich habe ich den Sniper da mal. General Grievous ist hier. Schnipper. Bin bei B drin. Wir verlieren C wieder, weil Hans Laserschwert wieder kommt. Unsere Truppen haben Kommandoposten Cash verloren. Ah, vielleicht schaffen wir
Ah, nee. Wie sie auch. Gell, da wechselt er direkt auf so einen Double Blaster, Dude, und sagt so, nee. Ich Double Blaster dich weg. Ich hab sie ein bisschen aufgehalten. Aber zwar das ist nur das Hintertürchen, aber. Nice. Okay, wir haben wieder C, aber irgendwie machen die schneller Punkte als wir gefühlt, ne? Ja, irgendwie schon, gell? Egal, ich geh jetzt darüber. Rechnen Sie nicht. No. Da wieder überlebt. Gibt's nicht. Aber wir haben C. Das ist alles fürs Ziel, Mann. Alles fürs Ziel. Alles fürs Ziel. Oh! Klar, Spieler beschädigt. Ich hab einen Raketenwerfer vor seine Füße geschossen. Spieler beschädigt. Okay, das kannst du mir sagen, was du willst, aber irgendwas ist hier komisch. Manchmal ich weiß es auch nicht. Ja, 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 ja. Ich hab auch vorhin jemanden Raketenwerfer in die Fresse geschossen. Da stand nur da 3 Schaden. Ja, ja. Hör mal aus, so wie kann das sein? Es waren doch nicht nur 3 Schaden. 3 Gammelschaden hat er gesagt. Mehr ist es nicht. Ja, Sniper. Aber wir halten's. C muss gehalten werden. C ist Gewinn. Achtung, Yoda! Wo ist er denn? Ich höre ihn. Da, noch einer! Oh nein, da kommt doch noch der dunkle Maulmensch. Oder wer war das? Nee, es war hier Anakin. Fleischwalker. Anakin. Anakin Fleischwalker. Anakin. Count Dooku ist hier. Ha! Ich hab mein Geschütz noch geblastert. Götzt euch! Komm, der hat nichts mehr, ja. Yoda ist weg. Ich muss nur noch Anakin hier irgendwo. Anakin. Oh, meine Gasgranate da, die ich da in die Ecke gelegt habe, die mocht er nicht. Jetzt ist er oben da wieder auf dem Dach. Und dann geht er wieder runter. Er geht aber hoch, macht Magnetdominanz, springt wieder runter. Oh, wow, 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 wow. Perfekte Ausführung im Rahmen einer beträchtlichen Fehlertoleranz. Ihr habt da ein bisschen Schmalz. Da wollte wieder einer von hinten sich reinmogeln. Ja, aber am Ende kriegen sie es dann doch nicht, ne? Also. Nee, wir halten. Auch wenn wir unsere Tickets nur langsam steigen. Weil hier Count Ruckelbecher. Count Ruckelbecher? Sniped hier wieder richtig wild. Na. Mit B. Oh. Die stehen da noch rum und snipen. Die alten Langweiler. Das Ding ist, dass denen das auch überhaupt nichts bringt. Jetzt gut klar Points, aber. Es bringt Kills, ja. Oh Gott, aber es bringt sie halt an sich nicht voran. Nee, das nicht. Weil dadurch fehlen ja vorne die Leute. Aber jetzt müssen wir schnell auf C spawnen, weil jetzt hauen sie richtig in C mit ihren Heroes rein. Ja, aber ich bin hier schon wieder irgendwie bei B oder etwas gespawnt. Warum? Warum spawn ich denn auf der Gegnerseite? Wer hat sich das ausgedacht? Ah, das weiß niemand so genau. Boah, no! Oben wieder natürlich so ein Anakin. Richtig nervig.
Und so ein Furry hat mich angegriffen, ein Furry on oder so. Furrican Blywalker? Wir müssen kämpfen um C! So, da kommt doch wieder Anakin! Egal, wir müssen C einfach nur ein bisschen halten noch. Bah! Mit dem Raketenwerfer von hinten nochmal reingeschossen. Ah, wir haben die Prozente! Wir haben die Prozente! Sie dürfen es nicht holen! Ja, ja, ja! Geschafft! Roger, Roger! Ja! Ich bin programmiert auf Liebe. Ich lebte mich selbst in Singapur. In Singapur habe ich eine Frau kennengelernt. Sie war untenrum ein wenig schmalzig. Besser bestückt als ich. Sie roch merkwürdig, aber ich mochte sie trotzdem. Ich muss an Bord gehen. Mhm. Aktiviere strategische Steuerungskreise. Ah! Ah! Das ist ja übel! Das ist ein Schiff. Ihr besteigt ständig Schiffe. Das ist ein Schiff. Besteigt ständig Schiffe. Was ist diesmal das Problem? Ich bin drin! Ich nicht! Ich bin drin! Oh, schönes Ding, Alter. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Ja, am Alter, Ende... Minute 40. Ja, haben wir nochmal ein bisschen Minuten rausgekitzelt. Aimbot, I hope his mom get pregnant. Was? Alter. Ist da wieder einer mit dem Aimbot unterwegs? Ach, immer diese ganzen Hacker, ne? Ja, vor allem bei dem Spiel, weil halt der Dings voll eingestellt ist. Aber, hast du gelesen? Da kommt ja voll das krasse Ding für. Update? Echt? Eine Mod? So eine Fan-Mod mit Launcher, Mod-Launcher irgendwie und kannst eigene Server irgendwie aufmachen und so. Da geht's richtig ab. Neue Einheiten und so ein Kram auch. Und mit Server-Auswahl-Dings. Oh, geil. Ja, weil das Spiel eigentlich nicht unbeliebt ist, aber EA hat halt gesagt, wir spucken drauf. Ja, bis EA dann wieder sagt, wir gehen richtige Schritte vor, weil ihr habt Spaß. Ja, ja, gut, das wird dann als nächstes kommen. Ihr habt Mods dafür gemacht, vergesst es. Boah. Wir wollen euer Money oder sonst gibt's gar nichts. Ja. Vielleicht nur ein kleiner Offiziersmann. Wo sind die denn? Mach Menschen blind. Boah. Der Panzerabwehraufsatz, der ist auch so OP, ne? Oh. Viel Glück, Geschütz. Glückengeschütz. Oh, 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 oh. Alter. Weiter so, Geschütz. Glaub an dich. Da hinten. Nice. Da hinten ist noch einer. Ja. Oh. Ja. Nein, da war noch irgendwo einer. Wo denn? Ach, der kam hier durch. Wir haben gerade richtig gut Points gemacht.
Richtig auf Druckbasis. Wir haben mit der Eroberung des Einsatzschiffs begonnen. Boah, Mist, da kommt er. Penistape. Penistape. Count Dick Job. Ah, da haben sie mich geholt, die Helden. Egal, ja, wir haben gerusht, Alter. Jetzt kommt Phase 2 nach dem Unterhose-Clown. Ich gönne erstmal hier ein bisschen Commando-Power. Hans Schakri, Alter, was geht hier ab? Hans Schäkel. Wir greifen das Ziel an. Jetzt geht's aber ab hier, ne? Alter, wir rennen da rein, gerade. Oh, Junge. Buff halt alle. Echt nice. Bratz einfach rein mit meinem Laser. Weiter. Sehr nice, Alter. Ist sehr nice. Kill. Oh, Onkel Pushnase, mein Gesicht. Oh. Onkel Pushnase, der Dritte. Pushna hat na hey, Alter. Der alte Medihingi. Mach die Tür auf! Oh Gott. Ja, warum kommen wir da nicht rein? Weil das so eine Tür ist, die glaube ich nur die kontrollieren. Boah. Alte Grooty. Hä, was geht hier ab? Können wir die Tür nicht. Boah, ist drin! Wir haben richtig Schaden gemacht. Das war nice. Das war sehr, sehr nice. Ach so, die bekämpfen die Tür von dem Spawn da, deswegen. Ich dachte, was machen die denn da? Wir waren eben gerade richtig gut drin. Ja, als Offizier bin ich einfach nicht so stark wie als Angriff. Hä? Was war das denn? Eben gerade ist ein Stormtrooper, wie so kurz gespawnt und wieder verschwunden. Direkt vor uns. Wäre geil, wenn hier noch Leute von uns wären, aber ist keiner. Ich bin der Einzige, der hier an dieser Tür steht. Ja. Von hinten jetzt. Oh nein, Jodala! Es kommt zur Jodalach. Ja. Um für uns zu jagen. Ich treffe hier, von der Stelle treffe ich sogar was. Wenn man hier sich hinstellt, kann man richtig reinshooten. Eine ist bald platt. Ah, jetzt kommt Yoda und hat mich da hinten entdeckt. Kacke. Woher wusste er das, denke ich mir. Na. Ne? Gut, die von hinten durchlaufen lassen. Egal. Hey, wir sind da. Komm, das ist echt gut beschädigt. Wir haben schon einen guten Marsch gemacht, ja. Bosk ist gekommen, nicht mehr wirklich viel. Die Klone zu jagen. Damage. Mit der Evakuierung beginnen. Dieses Schiff ist so gut wie zerstört. Damage. Boah, sind sie wieder alle? Alter. Ja, aber hier, ich meine. Egal, wir haben gewonnen. Wir haben richtig reingerödelt.
Ja, Offizier ist Support halt. Wenn du aber später Waffen hast, ist ja ganz, ganz geil. Die Late-Game-Waffen sind anscheinend relativ strong. Na, guck mal, der bröselt da. Ja, die sollten besser auf ihre Sachen aufpassen, die Klone. Das sah gar nicht gut aus am Ende bei den Klonen. So, Leute, mal wieder ein glorreicher Sieg für die Droiden. Droiden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Ciao.